Ich hoffe, du hast jetzt vorher Marlene hier unten zugehört. Sie ist eine meiner neuen Videomoderatorinnen. Und in dieser Software, Videopal, von der sie eben sprach und die ich dir hier auch sogleich vorstellen und zeigen werde, habe ich noch viele weitere professionelle Moderatoren und Moderatorinnen. Männliche und weibliche in verschiedenen Styles, in 2D, 3D-Animationen und so weiter, für verschiedene Berufe, eher im Comic-Style und so weiter. Also viele verschiedene. Und du brauchst auch überhaupt nicht selbst zu sprechen. Das heißt, du kannst das, was der Moderator oder die Moderatorin sagen sollte, als Text eingeben und das wird von der Software vollautomatisch in die Sprache umgewandelt. Wir sehen uns das so gleich im internen Bereich an, wie das funktioniert, wie einfach und auch wie professionell und hochwertig das Ganze eben abläuft. Du kannst das Ganze für dich und deine eigenen Webseiten benutzen. Du kannst es auch auf anderen, auf fremden Webseiten quasi einbinden. Du bekommst also immer jedes Mal einen sogenannten Vorschaulink und über diesen Vorschaulink kannst du also auf einer x-beliebigen Webseite deine eigene Moderation quasi einbauen. Das heißt, ich muss dir wohl nicht sagen, wenn du im Internetmarketing unterwegs bist, mit Affiliate-Marketing und so weiter, was du da für Möglichkeiten hast, dass du eben zum Beispiel auf einer Landingpage, die du bewirbst, noch eine Moderation von dir einbauen kannst und diesen Link gibst du dann eben an deine Partner weiter oder bewirbst ihn irgendwo halt über Social Media und was auch immer. Und die Leute kommen über deinen Link auf deine Seite mit deiner Moderation. Okay? Also einfach eine coole Geschichte und jetzt lass uns reinspringen ins Tool selbst. Das heißt, du wirst also, wenn du das kaufst, nach 15 bis 20 Minuten dein erstes Projekt fertig haben. Es sind nur 5 kurze Schritte notwendig. Du siehst es hier, es sind 5 Schritte. Und im ersten Schritt also wählst du deine Moderatorin oder deinen Moderator aus. Wir haben hier verschiedene zur Auswahl. Du siehst es hier, da als 2D-animierte oder hier in als 3D-animierte mit, wir haben hier verschiedene Berufe, genau, Businesswoman, dann haben wir hier den Arzt und so weiter. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sogar ein Video von dir selbst hochladen, hier bei My Videos. Das heißt, das ist dann etwas für Fortgeschrittenere. Du müsstest ein Greenscreen-Video machen, wo du dann also eben den Hintergrund, den freistellen kannst, also ausschneiden kannst. Du brauchst ein transparentes, also ein Video mit einem transparenten Hintergrund, so. Und dann kannst du dich entsprechend selbst als Moderator dann irgendwo auf der Seite positionieren und einbinden. Okay? Im nächsten Schritt, wir gehen also weiter. Da geht es darum, was der Moderator oder die Moderatorin sagen soll. Wir haben hier verschiedene Sprachen zur Auswahl. In Englisch haben wir sogar verschiedene Akzente. Also du siehst hier Australian English. Dann haben wir irgendwo Indisch, Indian English. Du siehst, es gibt verschiedenes US-Englisch, US-Spanisch und so weiter. Es gibt verschiedene Dinge. Also in meinem Fall German ausgewählt. Ich möchte die weibliche Stimme haben. Es gibt noch die männliche. Und hier kannst du noch die Demo anhören über diesen Play-Button. In Englisch haben wir bereits schon verschiedene Vorlagen, Texte drin. Also für verschiedene Möglichkeiten oder eben Gelegenheiten. Da kannst du einen auch auswählen, theoretisch. Hier auf Auto-Translate gehen. Und dann, wenn du den Play-Button hier unten drückst, wird das direkt vom Englischen übersetzt hier, der Text, und dann in die Sprache umgewandelt. In meinem Fall habe ich jetzt aber den Text selbst geschrieben, dann habe ich hier reingetippt und das ist also genau der Text, den du vorhin von der Marlene gehört hast.
Wir haben auch eine weitere Möglichkeit, My Audio File, dass du eben deine eigenen Files verwenden könntest. Du kannst also andere Audio-Files hochladen und die verwenden oder hier mit VoiceOver halt eben direkt das einsprechen, was du da eben sagen möchtest. Ob das jetzt ein Moderator ist, dem du das dann quasi die Worte in den Mund legst, oder ob du das mit deinem eigenen Avatar in dem Sinne machst, ist dir dann freigestellt. Also du hast hier verschiedene Möglichkeiten. Im nächsten Schritt gehen wir weiter. Da geht es darum, ob ein Button angezeigt werden soll. Wenn keiner angezeigt werden soll, gehst du hier auf No. In meinem Fall habe ich einen Button. Da kommen dann die Einstellungen rein, was auf dem Button stehen soll, wohin der Button führen soll. Dann weiter das Styling des Buttons, also Farbe, Textfarbe und so weiter. Hier noch verschiedene Sachen wie Countdown Timer oder jetzt in meinem Fall eine Verzögerungszeit. Des Weiteren haben wir hier über diese drei E-Mail-Dienstleister, englischsprachigen E-Mail-Dienstleister, Aweber, GetResponse und Sendlane, die Möglichkeit, quasi grundsätzlich so ein Video jetzt direkt in die Mail einzubetten. Okay, also wenn du GetResponse zum Beispiel benutzen würdest, kannst du da draufklicken, kannst dann die entsprechenden Daten eintragen und so weiter. Also wie dann das alles funktioniert, Schritt für Schritt, das zeige ich dir natürlich in meinen deutschen Anleitungsvideos, damit du auch bei jedem Schritt dann genau weißt, was zu tun ist und weißt, was du da einstellen musst, was du änderst und so weiter. Hier im vierten Schritt geht es darum, noch anzugeben, wann das Video laden soll. In meinem Fall habe ich das jetzt so belassen, wie es von Haus aus eingestellt ist, auf Autoplay, sofort beim Laden der Webseite, und dass es immer angezeigt wird. Du hast also noch andere Möglichkeiten, wo du hier einstellen kannst. Also dass dann zum Beispiel der Moderator weggeht, wenn seine Moderation fertig ist, oder dass es nur einmal angezeigt wird, das heißt, wenn du also das erste Mal auf die Seite kommst, wird es angezeigt und dann die nächsten Male ist der Moderator dann weg. Oder dass zum Beispiel ein Moderator kommt, wenn jemand die Seite schließen möchte, hier also mit On Exit, dass du dann in dem Moment gerade kommst oder respektive der Moderator kommt und sagt, halt, 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 stopp, ich habe noch was für dich. Also es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wo du also die Aufmerksamkeit deiner Besucher, deiner Webseite eben da noch irgendwie steigern kannst, wo du die irgendwo abholen kannst, wo du denen noch irgendwas unterbreiten kannst und zeigen kannst und so weiter. Okay? Und da gibt es noch weitere Einstellungen, also von der Positionierung her, wo ich das noch etwas weiter nach oben, links oder rechts positionieren kann und so weiter. Okay? Und dann geht es einfach noch hier auf Create, dann wird das gerendert im Hintergrund. Genau, das dauert jetzt kurz einen Moment. Und dann sind wir schon beim letzten Schritt. Hier gibst du diesem neuen Projekt, wo du dann eben hier jetzt erstellst oder erstellt hast, einen Namen. Hier bei Your Site URL, da kannst du also die URL irgendeiner Webseite eingeben. Das kann jetzt also eine Affiliate-Seite sein oder jetzt in meinem Fall ist das hier eine Leadpages-Seite, und dann kann ich über diesen Instant-URL-Link eben diese Webseite hier aufrufen und das ist meine Moderation eben dort eingebaut. Okay? Das heißt, wenn du irgendwas bewirbst als Affiliate, die Leute auf ein Angebot leitest, du kannst also mit deinem Affiliate-Link quasi hier einträgst, dann quasi über diesen Instant-Link entsprechend die Webseite aufrufen mit deiner Moderation da schon eingebettet. Okay? Und wenn es deine eigene Webseite ist, dann bettest du dann erst eben ein entsprechend. Ich zeige dir, wie das geht mit dem Embed-Code, also mit dem Einbetten-Code, wie man das bei WordPress macht, wie man das bei einer HTML-Webseite macht, wie man das eben bei OptimizePress macht und so weiter. Das zeige ich dir alles ganz genau, Schritt für Schritt, in meinen deutschen Anleitungen, die du von mir als Bonus dazu bekommst.
wenn du also VideoPal über meinen Link dir holst. Nur dann bekommst du eben meine Anleitungsvideos, wo ich dir das alles Schritt für Schritt zeige. Okay? Am letzten Schritt geht es einfach noch hier drauf auf Save und dann ist das Video, was du jetzt eben hier erstellt hast, da. Du kannst es hier über Preview in der Vorschau anschauen, über Get Code kannst du den Code holen, damit du den eben entsprechend auf deiner Webseite dann einbauen kannst und so weiter. Also es gibt hier wirklich unendliche Möglichkeiten, bestehende Webseiten, verschiedene Projekte und so weiter noch etwas aufzupeppen, um da noch etwas mehr Aufmerksamkeit von den Usern, von den Besuchern zu bekommen, um halt gewisse Dinge etwas anders rüberbringen zu können und einfach eine andere Art, da mit den Leuten in Kommunikation zu treten. Und wenn du eben, wie gesagt, keine eigene Webseite hast, du kannst das also auch benutzen für deine Seiten und Angebote, die du bewirbst, sei jetzt das über gekaufte E-Mails, sei das über Viral-Mailer oder sei das über irgendeine andere Werbekanäle. Du musst dann einfach nur quasi deinen Vorschaulink, den du hier bekommst, wenn du so ein Projekt erstellst, eben verteilen über verschiedene Kanäle, Social Media oder was auch immer, und die Leute landen dann eben auf deiner Seite mit deiner Moderation drin. Einfach wahnsinnig cool und sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Darum, jetzt steig ein, hol dir am besten das Gesamtpaket, wo du alle Möglichkeiten hast, wo du auch alle zusätzlichen Features und alle Möglichkeiten dazu bekommst und als Sonderbonus eben obendrauf noch meine deutschen Videoanleitungen, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie alles funktioniert. Also hau rein und leg los. Wir sehen uns auf der anderen Seite.